Ja, ich muss gestehen, mein heutiges Geschichtenerzählen, Teil 5, mein Storytelling 5, findet nicht gerade an einem ausgesprochen originellen Raum, Ort statt. Nämlich, wie man sieht, in der Dusche der WG-Wohnung in Gießen. Dass ich mich aktuell nicht im hohen Westerwald, sondern in Gießen aufhalte, hat folgende Hintergrundgeschichte. Eigentlich hätte ich morgen am 11.11.2020 in der Klinik in Weilburg, wo ich im Mai 2020 schon mal operiert worden bin, nämlich die rechte Hüfte durch ein Implantat erneuert, hätte ich jetzt den Startschuss gegeben oder habe ich den Startschuss gegeben für das Auswechseln der linken Hüfte. Dafür morgen Vorcheck, 4 Stunden Vorcheck im Klinikum mit allem Tralala von Test, Corona-Test über Lungentest, Herzchecken und dem Ausfüllen allerhand Formalitäten. Und dann eine Woche später, am 17.11., hatte ich mit dem Operateur meines Vertrauens, Dr. Balser in Weilburg, OP-Termin morgens um 7. Doch die letzten Tage kamen mir vermehrt Zweifel, ob ich diese Aktion jetzt tatsächlich angehen soll oder lieber absagen. Absagen kam eigentlich nicht in Frage, weil Dr. Balser, den ich sehr mag, der sehr zuverlässig ist, der mich sehr gut betreut hat nach der ersten OP, hört am 31. Dezember im Klinikum Weilburg auf. Dann ist er fertig, dann geht er in Pension. Und deshalb hätte ich das gerne noch vorher erledigt. Aber das, was mir dann in den letzten Tagen Sorge gemacht hat, ist die massive Ausbreitung des Covid-19-Virus, der für mich als Hochrisikopatient keineswegs eine Bagatelle ist, keineswegs vergleichbar ist mit einer normalen Influenza, mit einer normalen Grippe, sondern all das, was ich bezüglich Covid-19 erfahren habe, gesehen habe, beobachte habe, gehört habe von Experten und Betroffenen, hat mich betroffen gemacht und hat in mir die Sorge wachsen lassen, dass sollte mich der Virus Covid-19 erwischen, dass mir das verflucht nochmal nicht gut tun würde. Ja, und dann kam jetzt in den letzten Tagen auch für mich die Erkenntnis, dass in Deutschland das Mitmachen beim Eindämmen dieses Virus nachlässt. Das heißt, als man einen Lockdown veranstaltete im März, April, Mai 2020, da hatte ich den Eindruck, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Sache ernst nimmt, den Experten und Politikern glaubt und man sich in diesen Lockdown einfügte. Und dieser Lockdown führte dann auch mit Unterstützung des beginnenden Sommers dazu, dass der Virus ja auf dem Rückweg war, dass die Infektionszahlen zurückgingen, so dass ich dann im Mai, am 6. Mai 2020 auch zu meiner OP kam, die zuvor immer wieder abgesagt werden musste, weil eben die meisten Kliniken oder alle Kliniken auf Befehl von oben, auf Anweisung des Gesundheitsministeriums von Normalbetrieb auf Notbetrieb umgeschaltet hatten und damit alle nicht zwingend lebensnotwendigen OPs nicht durchgeführt wurden, um Kapazitäten für schwere Fälle, auch schwere Corona-Fälle freizuhalten. Okay, jetzt die Situation. Virus greift wieder an, zweite Welle. Europaweit breitet sich das Ding erschreckend schnell aus. Seit ein paar Tagen auch in Deutschland wieder Lockdown Light. Aber die veränderte Situation diesmal besteht darin, dass ich den Eindruck habe, dass die Zahl der Menschen, die Corona missachten, Corona leugnen oder
Corona für eine normale Grippe oder Bagatelle halten und Maßnahmen gegen den, zur Eindämmung des Virus ablehnen, zunimmt. Und besonders erschreckend waren Bilder der Anti-Corona-Demo in Leipzig am letzten Sonntag, wo ich mir gedacht habe, es macht für mich persönlich ein weitaus erhöhtes Risiko, diesmal in eine Klinik zu gehen, 8 Tage lang, anschließend 3 Wochen in eine Reha-Klinik zu gehen und dabei permanent im Kontakt mit Menschen zu sein. Ich rede hier nicht von Ärzten oder Pflegepersonal, ich rede von Mitpatienten, wo ich schon im Mai beobachten konnte, dass man Vorsichtsmaßnahmen nicht ernst nahm. Unvergessen für mich ist das Erlebnis, dass ich, als ich erstmals nach der OP am 2. oder 3. Tag über die Station 3 des Klinikums in Weilburg marschierte mit meinen Krücken, dabei eine von meiner Tochter Sina angefertigte Mund-Nasen-Maske trug, dass mir ein älterer Patient entgegenhummelte und meinte, nimm den Lappen ab, nimm den Lappen ab. Dialekt Ostdeutsch, Visage zum Reinhauen, und es hätte nicht viel gefehlt, ich hätte meine Krücke genommen und hätte diesem Arschloch eine runtergehauen. Wer in dieser Situation auf einer Krankenstation mit schwer operierten Menschen auf diese dümmliche Art und Weise wichtige Regeln, Anweisungen missachtet, um die Ansteckungsgefahr zumindest ein bisschen zu reduzieren, hat mich nur angekotzt. Und auch später in der Reha-Klinik in Bad Nauheim fiel mir immer wieder auf. Die Anweisung war klar, Maske tragen, Abstand halten. Innerhalb der Klinik wurde es kontrolliert, wurde auch vom Personal beanstandet, wenn es nicht standfand, im Kurpark selbst vor der Klinik, Maske runter, Rauchergruppen zusammengestanden. Und ich selbst habe mich dann nicht unwohl gefühlt, wegen dem schönen Wetter und weil ich raus konnte und weil Frühsommer war. Aber jetzt im November in der Kurparkklinik wieder zu einer 3 Wochen Reha anzutreten, da steigt in mir das Unwohlsein. Und so kam es dazu, dass ich heute Morgen um 7:30 zunächst in Weilburg angerufen habe, dort meine Voruntersuchung für morgen abgesagt habe, auch mich vom OP-Plan nächste Woche abstreichen lassen, dann in Bad Nauheim bei der Kurparkverwaltung angerufen habe und meinen dortigen Aufenthalt für 3 Wochen gecancelt. Seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, geht es mir gut, psychisch gut, körperlich natürlich nicht, denn nach über 20 Jahren Coxarthrose fällt es mir natürlich schwer, auf einer Hüfte zu laufen, die eigentlich nicht mehr begehbar ist. So, also deshalb, jetzt bin ich in Gießen, weil mich eigentlich Samira, meine jüngste Tochter, die mit mir viel unterwegs ist in den vergangenen Jahren auf Reisen und auch immer wieder gerne in unserem Basecamp im Westerwald weilt, weil ich sie heute in unserer WG hier in Gießen besucht habe, weil sie eigentlich morgen unsere Hunde übernehmen wollte, wenn ich zum Vorcheck in Weilburg gewesen wäre. Okay, und weil ich jetzt heute noch bleibe, erst morgen wieder in den Westerwald zurückfahre, ist hier die Dusche unserer WG-Wohnung in Gießen die Hintergrundkulisse für mein Storytelling. Und eigentlich wollte ich auch was ganz anderes erzählen, denn ich wollte dort fortsetzen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, nämlich bei meiner Kindheit, nicht hier heute bei meinem, in meinem Altersdasein, obwohl da tagtäglich auch neue Storys entstehen, wie gerade berichtet. Aber meine Storys in meiner Kindheit, die waren immer bunt, die waren immer lebendig und nicht immer todernst wie aktuell.
Und was besonders nicht todernst war, das waren meine Erlebnisse als Kind. Gestern in der letzten oder vorletzten Story habe ich erzählt, dass es ich immer schade fand, wenn ich mit meinen Kumpels, mit meinen Freunden wunderbar draußen am Spielen war. Und ein Kumpel hatte schon eine Uhr und um Punkt 18 Uhr hieß es: Es ist 6 Uhr, wir müssen Kinderstunde gucken, ob wir wollen. Nein, nicht müssen, sie wollten Kinderstunde gucken, Fernsehen gucken, irgendwelche tollen, spannenden Abenteuer auf dem Fernseher schauen, während wir doch eigentlich dabei waren, gerade selbst geile Abenteuer zu unternehmen. Okay, ich selbst hatte in meinem Leben, sowohl als Kind, meine Eltern hatten keinen Fernseher, ich selbst hatte mein gesamtes Leben bis zum heutigen Tag, war ich nie Besitzer eines eigenen Fernsehers, hatte gelegentlich mit Lebensgefährtinnen zu tun, die unbedingt Fernsehen schauen wollten. Das war nie mein Ding. Meine Kinder haben ab und zu Fernsehen schauen wollen und kann ich heute beobachten, dass sie nicht zu Fernsehschauer geworden sind und dass Fernsehkonsum auch bei meinen erwachsenen Kindern und meinen Enkelkindern nicht so von krasser Bedeutung ist, wie ich es in meinem Umfeld sonst beobachte. Damals jedenfalls waren Fernseher relativ neu im Familienleben, im Kinderleben, im Abenteuererleben, im passiven Konsumieren statt aktiven Tun. Aber das konnte mich alles nicht so tangieren. A, wir hatten keinen Fernseher. B, fand ich klasse. B, ich habe immer coole Ideen für geile Abenteuer gehabt, für geile Kinderstreiche. Und da wollte ich jetzt eigentlich drüber erzählen. Und da fallen mir auch tausend Abenteuergeschichten aus meiner frühkindlichen Situation ein. Unter anderem, ja. Ich hatte drei Geschwister. Meine Schwester Erika war knapp 3 Jahre älter als ich, war für Kinderstreiche immer zu haben. Und nicht weit von uns entfernt gab es eine Kirche, wurde eine Kirche neu gebaut in Siegen, Geisweit, in der Wenschsiedlung. Die war relativ neu. Dort hatten meine Eltern ein kleines Reihenhaus im Besitz und dort wurde eine neue Kirche gebaut, war ganz witzig, war vielleicht 100, 150 Meter von unserer Reihenhausstraße entfernt und eines Sonntags, es war so ein tödlicher, ja, es war so ein Totensonntag, so ein Nebelsonntag, so ein grauer Novembersonntag, da kam meine Schwester Erika und ich, wir kamen auf die Idee, doch einfach mal die Kirchenglocken zu läuten, denn wir hatten tags zuvor beobachtet, wie drei mächtige Glocken hoch hinauf in den neuen Kirchturm gehievt wurden. Das Besondere an diesem Kirchturm, er war noch nicht fertig. Er war noch nicht verputzt, er hatte noch keine Fenster. Und von unten konnten wir an diesem Sonntagnachmittag die Kirchenglocken hängen sehen. Und wir kamen auf die geile Idee, jetzt über dieses Baugerüst hoch hinauf auf den Kirchturm zu klettern, um mal zu schauen, um mal einfach die Glocken von nahem zu sehen. Wir hochgeklettert, kein Mensch hat uns gesehen, Sonntagnachmittags, Nebel, Niesel, Regen, ätzendes Wetter. Also wir schaffen es tatsächlich bis zu den Glocken zu kommen. Ich muss gestehen heute, es war nicht ganz ungefährlich, da rumzuhampeln, aber sowohl Erika als auch ich waren gute Kletterer, bedingt dadurch, dass wir auf allen Bäumen unserer Umgebung zu Hause waren. Wir waren geübt im Klettern. Und so sind wir halt in den Kirchturm hochgeklettert. Und was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die Glocken zu bewegen. Ging nicht, die Glocken bombig schwer. Aber innen drin, diese Klöppeldinger, die konnten wir gut erreichen. Mit einer Hand festgehalten an einem Balken, mit der anderen Hand weit raus, versucht den Klöppel zu erreichen. Erika, 2 Köpfe größer schon als ich, erreicht den Klöppel
und kriegt ihn in Bewegung und der Klöppel knallt an die Glocke und ich fall bald vom Kirchturm. Aber ich habe endlich auch einen Klöppel erwischt und so hauen wir beide volle Kanne die Klöppel an die Glocken und es klingt und es rasselt und es hat in den Ohren und in der Birne gedröhnt. Es war herrlich. Ja, und als wir damit fertig waren, weil wir fast taub waren vom Glockenklang, wenn man so eine Glocke selber in der Glocke hängt und den Klöppel an die Glocke donnert, sind wir dann vorsichtig wieder vom Kirchturm runter, kommen auch heil unten an. Und wer steht da? Der von uns überaus geliebte Dorfpolizist. Mir fällt auch gerade noch der Name ein, aber ich lasse mal lieber Namen aus dem Spiel. Der Typ schnappt uns links und rechts, nicht an den Haaren, hätte ich jetzt fast gesagt, aber am Pullover oder Jack, was wir anhatten, und hat uns nach Hause gezerrt. Das Blöde war, dieser Dorfpolizist wohnte nur eine Straße über uns im Fuchsweg. Wir wohnten im Dachsweg, sonntags nachmittags. Er zerrt uns heim, klingelt Sturm. Und mein Vater öffnet und sagt, Sie haben die Aufsicht über Ihre Kinder verletzt. Mein Vater sagt, was? Wie? Was haben wir? Was los? Ja, und er konnte sich gerade so das Lachen verkneifen, als er erfuhr, dass wir es waren, die ihn aus seinem Nachmittagsschlaf gebimmelt hatten. Okay, mein Vater war damals gut erfahren im Umgang mit Polizisten und er versprach, uns zu züchtigen. Der Dorfpolizist zog murrend, murmelnd von dannen. Mein Vater schloss die Haustür, sagte, Mann, gut, dass ihr wieder heimgekommen seid. Und jetzt habt ihr Hausarrest, aber cool war's. So, hätte ich jetzt noch eine Menge mehr Storys, die könnte ich jetzt alle noch erzählen, aber ich will es nicht übertreiben. Jedenfalls Streiche, Kinderstreiche, hatten wir jeden Tag auf der Pfanne. Und im Rückblick auf die Kinderstreiche mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden, muss ich mich herrlich amüsieren. Und vielleicht erzähle ich morgen mal noch weiter, wenn ich dazu Bock habe. Jetzt wird es mir hier in der ziemlich ungemütlichen, kalten Dusche in der WG in Gießen ungemütlich und ich beende mal dieses Storytelling. Herzen bist und deinen Traum
gehst du mal in die Knie, dann steh wieder auf. Bleib einfach du selbst, lass dich nicht beirren, glaub fest an dein Ziel. Du wirst es erreichen, solange dein Herz es nur will. Solange bist du.